Moin Moin und willkommen zurück auf meinem Kanal. Jetzt links fahren und dem Straßenverlauf weiter folgen. Bin's wieder, gib mal eine Rundumleute. Ja, alles jetzt? Ja, sehr schön. Wir sind wieder die Route im neu berechnet. Warum? Bist du doof oder was? Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass mein Sound extrem den Kreisverkehr an der dritten ballert. Ausfahrt verlassen. Jetzt rechts fahren und dem Straßenverlauf weiter folgen. Grete, hast du was am Dach oder was stimmt mit dir jetzt nicht hier? Sehe auch gar nichts irgendwie. Fernseher ist auch on point. Jetzt abfahren. Stimmt er mit dir nicht? Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Jetzt abfahren. Ja, ja. Und jetzt sind wir schon da. Nee, war jawohl. Rechts fahren. Dann rechts abfahren. Zu Onkel Schenker müssen wir nämlich, liebe Leute. Jetzt. Jawohl. Oh, Alter. Irgendwie ballert das. Ich muss mir das nochmal hier angucken. Leute. So. Mal schauen. Also das war ganz kurios. Oh. Muss man hin. Wir sind immer noch in Espanyol. Ihr versteht mich schon. Ganz komische Geräusche. So, wo ist er denn? Da ist er. Richtig gut, wir machen das hier ein bisschen dunkler, vielleicht blendet das dann nicht so. Aber das ist ja, ach du Scheiße. Oh! Alter, ich sehe gar nichts. Du Scheiße. Du Scheiße. Du kriegst die Tür nicht zu. Scheiß die Wand an. Junge, die Werte, du.
Oh, ein Stück vor. Alter Verwalter. Das ist, mehr geht aber gar nicht. Wahnsinn. Hab den doch gar nicht gesehen hier, ne? Den kleinen Scheißer. Bisschen Bling Bling ist dran. Darum geht es jetzt nicht. So, hören wir auf mal. Wir nehmen Elektronik nehmen wir mit. Ist immer so ein schöner allgemein Begriff. Einfach mal ein bisschen Elektronik. Man kennt's. Man kennt es. So. Wunderbärchen. Ist dann ja ein schöner Abend. Morgen. 2.45 Uhr. So muss das sein. So. Machen wir zurück. Aber Licht ist wirklich. Puh. So, hat sie wohl schreien. Jo. Jo, jo. Oh, Luft. Läuft ja. Oh, ich raste aus. Ich raste aus. Ich raste aus. Oha. Die fangen schon an. Holla die Waldfee. So, Luft haben wir wieder. Hohoho. Das geht ja fix, Leute. Das geht ja richtig. Ich glaube, die sind sogar mit zwei dabei. Ja, Leute, dann würde ich sagen, bis gleich. So. Ich weiß jetzt nicht, ob das alles geklappt hat. Es kann sogar sein, dass jetzt irgendwas schief gelaufen ist. Ansonsten, falls nicht. Als es geklappt hat jetzt, sind wir unterwegs mit 6 Tonnen Elektronik. Nach 200 Metern rechts abbiegen. Oha. Oha! Rechts abbiegen. Ja, wie soll ich denn hier jetzt... Ich sehe nichts im Spiegel, Alter. Ich sehe einfach mal gar nichts. So. Auf geht er. Quatsch. So. Das Fernlicht ist auch richtig on point, Alter. Das kannst du auch in die Tonne kloppen. Da vermisse ich wirklich mein altes Fernlicht, was ich vorhatte. Mit den LED-Balken. Die ich drauf hatte, funktionieren leider nicht mehr. Jetzt abfahren. Jawohl. Jetzt links fahren und dem Straßenverlauf weiter folgen. Ja, 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 das kriegt wie träg, das kriegt wie träg. Ah, okay. Alles klar. Da stehen sie. Oh. Alter. Ist der nicht ganz sauber oder was? Oha. Wir sind hier. Irgendwie sind wir hier nicht mehr da, wo wir sein sollen. Hat sie denn irgendwas gesagt von links abbiegen?
Ich werd verrückt. Sag mal, Grete, willst du mich hier hops nehmen heute oder was? So nur aber. Junge, Junge, Junge. Oh, wir können sogar ballern. Okay. Gehen wir auf. Jo, da ist er. So. Oh, ich sehe gar nichts hier. Unfassbar. Ich finde das so geil. Ob ich nur ein Spiel gucke oder peng. Nichts zu sehen, aber auch gar nichts. Oh, hier ist 80. Oh, soll ich wieder rüber? Links fahren und den Straßenverlauf weiter folgen. Ja. Links. Du hast links gesagt, Ritter, ja. Oh, Alter, das in der Straßenführung wieder für mich hier. Traumhaft, traumhaft! Jetzt links fahren und dem Straßenverlauf weiter folgen. So, Wunderbärchen, Wunderbärchen. Leute, gestern habe ich... Ne, warte mal, ihr seht das morgen. Ja, gut, gestern und vorgestern. Habe ich das erste Mal auf YouTube einen Livestream gemacht. Ich werde es tatsächlich öfter machen, mit verschiedenen Spielen. Vorgestern war es Warzone. Gestern... Also jetzt, was wir gleich machen. Also gestern, ihr seht es denn ja morgen erst. War... Wreckfest. Auch ein sehr geiles Game. Kennen bestimmt viele. Oh, kann ich auch so wie er hier? Marschiert aber auch. Immer ein Sösthorn, ne? Was Sösthorn ist ja nun mal nischt. Jetzt links fahren und dem Straßenverlauf weiter folgen. Das tun wir. Ja, da wollen wir halt Wreckfest. Habe ich richtig Bock drauf. Und dann wird hier kommen Rocket League. So eine Multiplayer-Sache, weißt du, mit mehreren Leuten. Das wird richtig schocken. Und dann auch endlich Formel 1, was ich sowieso schon immer machen wollte. Habe ich richtig Bock drauf. Valencia. Ja, wie gesagt, habe ich echt Bock drauf. Aber irgendwas stimmt mit dem Sound hier nicht. Ist das echt an meine Kopfhörer? Blödes.
So was Blödes nicht, nee. Ja, Innenraumbeleuchtung wollte ich hier reinhauen. Alter Verwalter. Wenn du hier Innenraumlicht anmachst, ist hier taghell. Also da siehst du gar nichts mehr nach draußen. Richtig crazy. Jetzt links fahren und dem Straßenverlauf weiter folgen. Jawohl. Aber das Fernlicht ist echt lächerlich. Also Frankie, das Fernlicht ist auch im Dunkeln lächerlich. Richtig lächerlich. Naja, man sieht schon was, aber dafür, dass ich 400 Lampen drauf habe, sollte man eigentlich ein bisschen mehr sehen. Finde ich. Oha. Was ist denn da? Hallo? Scheiße. Nicht gut. So, was sagt denn hier Tankomat? Der Quatsch, nicht Tankomat. 27,3 Liter. Lieber Julian, wenn du das mit 770 PS schaffst, Alter, was? Okay. Ja gut, wir sind aber auch erst... Wir haben ihn erst seit 7000 Kilometer, ne? Der ist ja quasi noch Jungfrau. Aber das ist schon... Das ist krass. Ich keine Ahnung, ob deiner kommt. Du siehst ja nichts. Alter, dunkel wie ein Bärenarsch. Ja, zu erzählen gibt es von gar nicht allzu vielen Leuten. Eigentlich nur drei. Und zwar einmal von dem Herrn Binford, der war bei mir in Hamburg. Der olle Schwein hat mir nichts gesagt. Der hat da seinen DAF zwischengeparkt, den hat er jetzt getauscht. Sein Scania steht jetzt bei uns. Schön DAF, 530er. Sehr, sehr schick. Sehr, sehr schickes Auto. Valencia Gemeinschaft. Der ist mir jetzt auf dem Weg nach Schweden. Ich meine, ich hätte ihn nicht getroffen. Wir sind hier auf einem ganz anderen Ende unterwegs. Habt ihr eigentlich schon gesehen, was da steht? Den dicken Renault, habt ihr den schon gesehen? Noch gar nicht gezeigt, ne? Ein paar Spielsachen. Ich stehe ja auf maßstabgetreue Modelle. Finde ich mega geil. 1:50 sowieso. Bester Maßstab. Jetzt gab es aber leider den Magnum und den MAN nicht in 1:50, sondern nur in 1:32, glaube ich. Aber nun gut, irgendwann ist ja immer... So, da knacken wir mal vorbei hier, wa? Eine Leute, der ist der Magnum, der the one and only. Oh, diese Hupe. Eieieiei. Wahnsinn. So, wie schön, es wird hell. Ja, da haben wir noch den Onkel Hermi. Der Onkel Hermi ist immer noch mit dem BDF unterwegs, mit dem Gliederzug. Und der hatte sich wohl leicht... Alter, ich dachte eben Geisterfahrer. Junge, hab ich mir erschrocken. Der hatte sich wohl leicht verfahren und musste dann wenden. Und ihm fiel nichts Besseres... Entschuldigung, fiel nichts Besseres ein, als im Steinbruch einfach mal zu wenden. Was wohl nicht so schön gewesen sein soll, sagt er. Der Schotter
Alle sehr, sehr rutschig. Also nicht so angenehm. So, dann komm auch. Komm, komm. Komm, oh, im Spiegel sieht das ja episch aus. Das haben sie doch schon mal gut gemacht, würde ich sagen. Ja. Das sieht schon mal sehr gut aus. Gefällt mir. Aber mit dem Licht irgendwie, weiß ich nicht, kann auch an dem Licht von dem LKW liegen. Müsste ich mal gucken. Bisschen merkwürdig, aber egal. Wir kommen in Zelle und das ist viel wichtiger. Schöner Schwertransport. Atze. So, Kollege. Fahr mal rüber jetzt hier, du. Fahr mal. Ja, so schön. Oh, oh. Jetzt spiegelt das aber. Das ist bestimmt... weil ich den so hell gemacht habe. Pass mal auf. Pass mal auf, was ich dir sag. Bestimmt. Nein. Trotzdem. Okay. Dann können wir das auch so lassen. Ja. Und da hatte der Helm immer leicht die Probleme. Also es war sehr rutschig, sagt er. War schon krass. Komm raus mal, oder? Ja, mach mal aus. Jetzt rechts fahren und den Straßenverlauf. Und dann haben wir auch nur noch den Herrn Meder. Den alten Truck-Driver. Der ist, glaube ich, irgendwie von... auch von Schweden unterwegs, glaube ich. Schweden... nee, gar nicht wahr. Frankreich, genau. Frankreich auf dem Weg nach Koblenz. Immer noch mit seinem Eisenschwein, der MAN. Sein treuer Begleiter. Ja, so sieht das aus. Bei den Traktoren. Die anderen entweder kommt von denen nichts oder die sind im ATS oder. Schön. Oh, schön, wie dieser, wie die Sonne aufgeht, du. Mensch, ist das schön. Traumhaft. Darauf erstmal. Traumhaft. Ich liebe das. Aber viele Schwertransporter unterwegs, ne? Und was hier auch witzig ist, dann rechts abfahren. Ist euch was aufgefallen? Also was mir gerade aufgefallen ist, wir sind jetzt glaube ich schon 300 Kilometer unter... rechts abfahren. 300 Kilometer unterwegs. Und was hatten wir noch nicht? Dann rechts abbiegen. Genau, wir hatten noch keinen Rockler. Das ist rechts abbiegen. Mal wieder ganz was Neues.
links fahren und dem Straßenverlauf weiter folgen. Schön hier. Schön. Oh. Ah doch, richtig. Gut. Wunderbar. Scanania-Händler entdeckt. So muss das. Sehr schön, sehr schön. Und IKEA entdeckt. Liter. Madrid, fahren wir da nicht sogar hin? Ja, Real. Ciudad Real. Wer kennt ihn nicht, den Ciudad? Jetzt links fahren und dem Straßenverlauf weiter folgen. Oh, 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 hol da die Waldfee. Das, oh, Alter, Bolle, Mann. So. Drei Stunden 30. Sage mal, was stimmt mit dir nicht, Kollege? Die Route wurde neu berechnet. 3 Stunden 30. 5 fucking Stunden? Wieso soll das jetzt so lange dauern? Hä? Kann ich ja gar nicht glauben. Das kann ich ja nun gar nicht glauben, warum das jetzt so lange dauern sollte. Okay. 60. Aber dafür ist die. Oh, ist das hier. Ist das auch noch meine Spur? Klar. Am Arsch 60. Oder von den Bullen. Scheiße. Ah. Oh nee, Herr Wachtmann, sorry. Oh, will er mich jetzt anhalten? Mach jetzt nicht diesen hier. Ich dachte, das wäre meine. Oh, ist das schön. Ist das hier schön. Oh, ist das schön hier. Leute,
Boah! Ja, Leute, da müssen wir nochmal. Das, ja. Ah. Das hat was. Das gefällt mir. So, aber das gefällt mir nicht. Au, 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 au. Ja, scheißegal. Ticket nehme ich in Kauf. Ja, komm, Knips, mach ein Foto. Er macht kein Foto? Okay. Halleluja. Ein bisschen haben wir gut gemacht. Will er mir jetzt hier die Vorfahrt nehmen oder was? Was? Du kleiner Lutscher. Du, was stimmt denn mit dir nicht? So. Von wegen 4,5 Stunden. 5 Stunden am Arsch. Läuft doch hier. Läuft. Wie ein Länderspiel. So muss das sein. Rechts fahren und dem Straßenverlauf folgen. Das werden wir tun. Okay, durch meine Fahrweise jetzt sind wir wieder ein bisschen hochgerutscht. Jetzt links fahren und dem Straßenverlauf Madrid. folgen. Bleib stehen, du! Wie sagt Hermi so schön, du scheiß Krawattentrager! Du Misthaken, du Mistigen! Ist das schön hier alles? Ist das schön? Oh, hier ist wieder 50. Eben war. Oh Mann, du. Ah, hier ist wieder. Feuer, Marianne. Wunderbar. Oh, sieht das geil aus hier runter, oder? Leute, mal. Oh, mal ernsthaft. Mega. Mega geil. Mega geil. Nach 200 Metern links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Dort werden wir tun, Mäuschen. Kiet, DAF, Volvo, Mercedes, der dicke Magnum und Herr Meder, MAN, alle da. Alles Hans da. So, nun komm. Oder was? Oder wie? Boah, Alter. Dein Ernst jetzt? Ja, das ist doch. Der hat sich einfach so aufgelöst hier. Du auf einmal zack, alle weg. Unfassbar.
Krass. Ne, ich habe mal ein bisschen mit der Helligkeit gespielt, weil ich fand, das hat doch ganz schön geblendet. Also es war irgendwie sehr hell. So. Zwei, drei Stündchen noch. Dann reißen wir auch eine Arschbacke ab. Muss ich tanken? Nö. 30 Liter, ja, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Oh, ein schöner Heli. Jetzt rechts fahren und dem Straßenverlauf weiter. Spinn doch nicht! Du hast noch was anderes eingedingst hier. Ja. Pissenhilke. Also, was ist ja mit dir nicht richtig? Oh, 30. Okay. Fleißig, fleißig. Fleißig, fleißig. So ist richtig. Scharfe, scharfe Häusle baue. Gede, du hast ja schon wieder was eingezahlt. Ich habe so ein bisschen Bedenken schon wieder. Oh, schon wieder so ein Eisenschwein. Stunden 27. Das ist doch schon wieder alles viel zu dunkel hier. Weiß nicht, ich weiß nicht. Dann lassen wir mal auf volle Pulle jetzt. Ja. So. Jetzt rechts fahren. Schon wieder runter. Straßenverlauf weiter folgen. Grete. Augen zu und durch. Boah. So. Wunderschön. Wunderschön. Ich muss sagen, es ist hier wunderschön. Und ich werde, glaube ich, auch. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich werde hier. Ich werde hier tatsächlich mir einfach mal den Rest der Woche frei nehmen und so ein bisschen planieren gehen. Versteht ihr? Verstehst du? Weißt du, was ich meine? Da habe ich richtig Bock drauf. Danke, mein Freund. Achso, und diese Geschichte hier mit den LKWs. Wenn ihr einen MAN und einen Magnum in 1:50 habt, bitte bei mir melden. Weil das passt natürlich besser als jetzt diese großen Dinger dazwischen. Ich glaube, die sind sogar 1:16, 1:18. Oder 1:32, müsste ich nochmal gucken. Also, Magnum und MAN TG. Oh, TGX, TGA ist eigentlich egal. In 1:50, bitte bei mir melden.
Dankeschön. Weiter geht die Fahrt. Ist das schön hier. Ist das hier schön. Du lässt den doch nicht. Nee, am Arsch. Nee. Jeden, aber nicht den. Warum wird er jetzt hier... Was ist sein Auftrag? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Man sieht es auch an den Wimpeln, ne? Scania, Iveco. Volvo, man. Ich wollte eigentlich ein Renault statt Iveco, aber keine Chance. Nicht gefunden. Nicht gefunden. Und ich sehe gerade, die großen Modelle wackeln noch nicht mal. Nur die kleinen. Die kleinen. Egal. Deswegen noch ein Grund mehr. 1:50. Habt ihr noch gar nicht gesehen, ne? Hier oben. Oben mein Fernseher. Auf Achse, Standard. Und Wolli, sein YouTube-Kanal. Alles am Start hier. Alles am Start. Nur den das iPad hier. Den muss ich nochmal umbemalen. Wieder mit unserem Discord drauf. Das habe ich vergessen. Hallo, 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 Hü. Oh, ich muss. Jetzt muss ich runter. Pass auf. Pass auf. Na, du kleiner Lutscher. Du kleiner Pisser. Das sind mir die Liebsten auf der Autobahn. Ja. Hast du gesehen, wie der drin saß? Und mit Angst machen. Ui. Ach, guck. Weg ist sie. Mist. Oh, du Mist. Jungs, das war aber knapp. Das war aber knapp. Oh, ein schön Holzlaster. Holzfahren. Da bin ich ja noch gar nicht drauf gekommen. Leute. So ein schön... Oh. Vor allem voll ausgeladen sind wir dann immer. Meistens überladen noch. Aber da habe ich ja auch mal Bock drauf, muss ich sagen. Ich meine, wir sind ja quasi prädestiniert mit 770 PS. Für die Holzfahrergeschichte, würde ich sagen. So, Emma, was ist nun? Blinkst du nun mal oder was blinkst du jetzt mal auf, dass ich rein kann? Danke. Sehr freundlich. Rechts fahren, dann rechts abfahren. Jawohl. Jetzt rechts abfahren. Ja, bin ich. Rechts fahren. Jawohl. Dann rechts abbiegen. Wir sind da. Ciudad Real. Ciudad Real. Da brauchen wir gar... Dann rechts abbiegen. Wer was ist? Wehe. Ich will eh hier runter. Rechts abbiegen. Alter! Oha. Ach du Scheiße. Ach du. Was ist, wieso sind die Hütchen? Was ist denn hier los? Soll hier ein Schwertransport stattfinden oder was? Oha! Rechts abbiegen, dann links fahren. Was? Die Route wurde neu berechnet. Wie denn? Folgen Sie dem Straßenverlauf. Rechts abbiegen, dann links fahren.
Grete, Grete, rede mit mir. Warte mal, wir müssen. Freya müssen wir. Das sind wir doch hier. Ist doch. Ist das nicht Freya? Will ich sehen. Ist das nicht mehr einer? Ja, gut, wunderbar. Grete, 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 du machst mich aber auch hier kirre, du. Meine Fresse, was ist mit dir nicht in Ordnung? So. Da ist er doch schon. Wunderbar. Die Route wurde neu berechnet. Sag mal, hast du was am Zylinder? Wie wär's mal mit, das war eine schöne Fahrt? Alter. Hin muss ich nicht. Hin muss ich dahin, ja genau. Oh. So. Liebe Leute, ich werde mal hier alles auseinander kehren und dann das klären und dann. Die machen wir schon mal runter, wer weiß, was vielleicht kommt. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, diese Streams, wenn jetzt öfter kommen, wenn ihr Bock habt, auch mitfahren unbedingt bei Wreckfest zum Beispiel oder Formel 1. COD kann man mitzocken. Rocket League und so weiter. Könnt ihr gerne mitmachen. Dann würde ich sagen, reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bollemann.